seit 50 Jahren mit Leidenschaft dabei. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von GlobeTV. Seit 1965 ist Intraum führender Qualitätsanbieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Aber bevor wir auf Entdeckungstour gehen, gibt es hier noch den Wettbewerbspreis dieser Woche. Gewinnen Sie diese Woche bei unserem GlobeTV-Wettbewerb eine ganze Woche Ferien im Chalet Helene im Kur- und Ferienort auf Conat im Wallis. Wir sind hier im Hauptsitz von Interhome und neben mir steht Gabriela Herrsche vom Marketing. Gabriela, ich habe es vorher schon angetönt, Interhome feiert das 50-jährige Jubiläum. Was hat denn dazu geführt, dass Interhome sich seit 50 Jahren sich so erfolgreich auf dem Markt behaupten konnte? Ich denke, das ist einerseits der persönliche Service, den wir bieten, aber auch die Qualität statt Mass. Wir haben in den bekanntesten Destinationen sogenannte lokale Servicebüro vor Ort, wo wir unsere Gäste empfangen können, Schlüssel übergeben, wir können sie beraten, auch mit Ausflügen. Wir haben auch ein Customer Experience Center, wo man anrufen kann, in praktisch allen Sprachen, und das während 24 Stunden jeden Tag. Ja, dann schlage ich vor, dass wir uns ein paar Objekte mal anschauen, und zwar im Berner Oberland und im Wallis. Unser erstes Objekt bringt uns nach Zermatt. Das autofreie Dorf am Fuß vom Matterhorn bietet facettenreiche Bergromantik. In Zermatt pulsiert das Leben. Shops, Bars und Cafés laden ein zum Flanieren. Die 5-Zimmer-doppelstöckige Ferienwohnung gehört zum grossen, komfortablen, luxuriösen Chalet Nepomuk. Der grosse, offen gestaltete Wohn- und Essbereich lädt ein, um sich entspannen und wohlfühlen und sich mal vor dem Schmieden gemütlich zu machen. Die Küche ist topmodern ausgestattet und verfügt über alles, was man für einen komfortablen Aufenthalt braucht. Und wenn man nicht mal kochen, dann liegt der Dorfkern nicht weit weg, wo man sich bestens kulinarisch darf verwöhnen kann. An einem erhöhten, ruhigen Sonnenhang gelegen, bietet diese Wohnung eine Rundumsicht in die Bergwelt. Durch die grossen Fensterfronten wird die Natur sozusagen ein Teil des Lebens, das sich drinnen abspielt. Und drinnen hat es Platz für eine ganze Familie. 4 Schlafzimmer versprechen einen tiefen, gesunden Schlaf. Und für das ganz eigene Wellnessprogramm ist ebenfalls gesorgt. Das Objekt verfügt über eine eigene Sauna inklusive Ruheraum. Und das Tüpfchen auf dem I ist natürlich der Whirlpool, wo der Blick auf den imposanten Berg das Matterhorn freigibt. Verbringen Sie eine Woche Ferien in Nepomuk für 3.650 Franken. Und wir bleiben gerade im Wallis, und zwar gehen wir in Ferien- und Kurort Ovrona. Das kleine Dorf liegt im französischsprachigen Wallis auf einer südexponierten Sonnenterrasse und ist vor allem für seine Thermalbäder bekannt. Das schmucke 156 Quadratmeter grosse Haus namens Helene ist komfortabel und mit viel Liebe eingerichtet worden. Die sympathische Mischung aus Landhaus und Chalet versprüht eine Wärme, die sich richtig wohlfühlen lässt. Genügend Platz ist im Wohn- und Esszimmer vorhanden, wo man eigentlich auch mal im Sommer zu einem Fondue-Plausch einladen kann. Während sich das Hauptleben im Obergeschoss abspielt, kommt die Bergromantik im Untergeschoss so richtig zum Trägen. Ja, und was gibt es Schöneres, als am Morgen aufzustehen, sich zu strecken und den ersten Schritt an die frische Bergluft zu wagen und einmal tief einzuschnaufen? Das Ferienhaus Helene gibt es bereits ab 957 Franken für 7 Nächte. Und von den Bergen direkt an See. Und direkter am See gelegen könnte unser drittes Objekt nicht sein. Iseltwald, ein Fischerdorf am Brientersee, erfüllt alle Klischees. Von außen eher bescheiden gehalten, besticht das Chalet umso mehr im Innenbereich mit modernem Design und Luxus. Sehr stilvoll mit edlen Materialien eingerichtet, verfügt die Ferienunterkunft über alles, was man für entspannte und gediegene Ferien braucht. Chalet Seehaus, treffender könnte das Objekt nicht heissen, ist sozusagen ein grosses Hotelzimmer, aber man hat auch die Möglichkeit, mal eine gemütliche Nacht zu Hause zu geniessen.
Der grosse Balkon mit Sicht auf die Bergwelt und das glitzernde Wasser ist das Tüpfchen auf dem Ei. Und zugänglich ist der nicht nur vom Wohnbereich, sondern von beiden Schlafzimmern ebenfalls, wo bis zu 4 Personen übernachten. Das Wohnobjekt verfügt nicht nur über 2 Bäder, sondern eine Sauna, einen Fitnessraum und sogar einen Aussenpool gehört zur Anlage. Das Objekt ist auf www.interhome.ch/globetv ersichtlich. Jetzt haben wir ja bereits einen Einblick in einige Objekte bekommen. Ich nehme es aber schon ein Wunder, was denn die Vorteile sind von einer Ferienunterkunft gegenüber einem Hotel. Ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen. Eine Ferienwohnung hat ähnliche Vorzüge wie eine Hotelsuite, aber zu einem ganz anderen Preis. Meistens hat man mehrere Schlafzimmer, man hat eine Stube, eine Küche, man hat einen Esstisch. Das lässt unseren Gästen sehr viel Freiraum, ihre Ferien so zu gestalten, wie sie wollen. Sie müssen zum Beispiel auch nicht am Morgen auf ein Morgenbuffet warten. Sie können auch so lange schlafen, wie sie möchten. Außerdem haben wir für jeden Geschmack und jedes Budget die richtige Ferienunterkunft. Also nebst familienfreundlichen und günstigen Ferienwohnungen haben wir sogar ein Schloss in Frankreich, wir haben ganz schöne Landhäuser in der Toskana, wir haben sogar einen Leuchtturm. Jetzt sagt man ja oft, wenn man eine Ferienunterkunft mietet, hat man das Gefühl, man muss den ganzen Haushalt von A nach B zügeln. Also sprich, man muss auch selber kochen. Also gerade wenn es ums Kochen geht, wird die voll eingerichtete Küche von unseren budgetbewussten Gästen sehr geschätzt. Sie kochen gerne selber, aber auch unsere Gäste, die lieber ins Restaurant gehen, sind froh um den Kühlschrank und um den Tisch. Den Kühlschrank brauchen sie hauptsächlich für den Morgen und je nachdem mal für ein bisschen Bier und eine Flasche Prosecco. Aber so oder so, wir überlassen das Ganze unseren Gästen, ob sie selber kochen möchten oder nicht. Das Entdecken von lokalen Restaurants und Spezialitäten kann ja ganz spannend sein. Ich denke da speziell auch noch an das Tessin mit seinen feinen Grotten. Ja, Grotto ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, wir gehen jetzt mal das Tessin ein bisschen genauer anschauen. Und zwar bringt uns Interhome das mal auf Lugano, in die Sonnenstube der Schweiz. Das schmucke Ferienhaus mit dem Namen Casa Vita liegt in einem herzigen und familiären Quartier oberhalb von Lugano. Das Objekt verfügt über 4 Zimmer und bietet genug Platz für bis zu 6 Personen. Rustikal, aber mit viel Liebe eingerichtet, ist die Casa Vita ein Ort, wo Sie entspannt Ferien machen können, sei das mit der Familie oder zu zweit. Aber wenn man schon im Tessin ist, dann geniesst man doch einen richtigen Espresso am besten auswärts. Es heisst ja, Tessiner machen den besten Kaffee von der Schweiz. Von den Schlafzimmern kann man direkt auf den Balkon oder auf die Terrasse gehen, herrlich am Morgen aufzustehen, wenn die ersten Sonnenstrahlen bereits auf dem See funkeln. Ja, und diese mediterrane Atmosphäre ist natürlich inklusive. Die Ferienunterkunft gibt es bereits ab 1030 Franken pro Woche. Und vom rustikalen Ferienhaus geht es weiter in eine topmodern eingerichtete Wohnung, die direkt am Lago di Lugano liegt. Im sehr schönen, luxuriösen Ferienhaus Residenza Cristal mit Baujahr 2014 liegt die Vierzimmerwohnung mit 140 Quadratmetern. Sie ist nicht nur direkt am See gelegen, sondern ist umgeben von Bäumen, Wiesen und Feldern, aber dennoch nicht weit weg vom Stadtzentrum von Lugano. Die Ferienunterkunft setzt auf helle und grosse Wohnräume, die modern eingerichtet sind. Die offene Küche gibt den Blick direkt auf den See und den Gartensitzplatz frei. 2 von 3 Schlafzimmern haben direkt den Ausgang zur Terrasse, wo bequeme Gartenmöbel darauf warten, benutzt zu werden. Ein Glas Wein und eine sanfte Brise vom See, besser könnte es nicht sein. Verbringen Sie 7 Nächte für 1070 Franken in der Residenza Cristal. Ja, das macht ja gerade Lust auf Ferien. Interhome ist ja führender Qualitätsanbieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Aber was macht denn genau die Qualität eigentlich aus? Also alle unsere Ferienunterkünfte werden von uns betreut. Das heisst, wir machen regelmäßige Kontrollen und auch Inventar. Nicht nur in der Schweiz, weltweit, also Spanien, Frankreich, Italien, überall. Wir nehmen so den Eigentümer natürlich einen Haufen Arbeit ab und stellen eben Qualität sicher.
Danke vielmals, Gabriella. Aber ich glaube, eine Region haben wir noch nicht so genau unter die Lupe genommen, und zwar das Bündnerland. Und darum gehen wir jetzt ins Engadin und schauen uns zwei Objekte ein bisschen genauer an. Beeindruckende Bergwelt, pittoreske Dörfli und der sympathische Bündner Dialekt machen das Engadin zu einem gern besuchten Ferienort. Allegra St. Moritz, der mondäne berühmte Ferienort am Fuss des Corvilla, ist weltbekannt. Unser sechstes Objekt befindet sich mitten im Dorf, aber trotzdem hat man den Blick frei auf See und Berge. Die Wohnung ist sehr luxuriös und im bündnerischen Stil eingerichtet, sodass sie ein heimeliges Gefühl erweckt, wenn man über die Türschwelle hineinläuft. Mit viel Holz, aber modern kombiniert, hat das Wohnobjekt Platz für eine ganze Familie. Platz hat es für 7 Personen und das Bad verfügt sogar über einen Jacuzzi und eine Dusche im türkischen Stil. Der grosszügige Gartensitzplatz lädt ein zum Verweilen und Bergluft schnuppern. Luxuriöse Ferien im Bündnerland gibt es bereits ab 4.042 Franken für 7 Übernachtungen. Pontresina, der Charme vom historischen Bergdorf mit typisch Engadiner Bauweise und den Belle Epoque Palast Hotels, verzaubert. Ein Dorf, das man auf höchstem Niveau geniessen kann. Und geniessen kann man auch in der Ferienwohnung Cesalei. Die Dreizimmerwohnung ist hell komfortabel und modern eingerichtet und verfügt über einen offenen Ess- und Wohnbereich, der von einem grossen Balkon abgerundet wird. Die Küche verfügt über genug Platz, um mal eine Bündner Spezialität zu kochen, wie zum Beispiel Capuns oder auch Pizzocke. Ob alleine oder zu vierten, geschlafen wird da oben bestimmt gut. Denn das Rauschen vom nahen Bach wirkt beruhigend. Und die grosse Weite gerade vor der Haustür wirkt ebenfalls befreiend. Ja, und vielleicht sieht man ja sogar mal einen Steinbock vom Balkon aus. Das Ferienobjekt kann man bereits ab 644 Franken für 7 Nächte buchen. Ja, und schon kommen wir zum Wettbewerb und zum Gewinnen müssen Sie einfach die folgende Frage richtig beantworten. Welches Gericht ist eine Bündner Spezialität? Ist das 1 Capuns, 2 Spaghetti oder 3 Hamburger? Rufen Sie auf die Nummer 0901 70 1234 und wählen Sie nach der Aufforderung die Nummer von Ihrer Antwort. Oder schreiben Sie unsere Postkarte und schicken Sie die an Globe TV, Postfach in 8600 Dübendorf. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Wissen Sie die Antwort? Dann machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück den folgenden Preis. Zu gewinnen gibt es diese Woche bei unserem Globe TV Wettbewerb eine ganze Woche Ferien im Kur- und Ferienort Ofcona im Chalet Helene, wo bereits in der Sendung ein bisschen genauer vorgestellt worden ist. Weitere Informationen zu dieser Sendung und zu diesen Ferienunterkünften finden Sie auf www.interhome.ch oder auf unserer Homepage auf www.globetv.ch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.